Schauen wir uns an, wie man verschiedene Arten von quadratischen Gleichungen lösen kann. Meine Strategie ist so, dass ich zuerst drauf schaue, was ist eigentlich meine Variable. Dann gucke ich, was ist die Art der Gleichung, also was für eine spezielle Art von quadratischer Gleichung liegt vor und was folgt daraus für meine Lösungsmethode, also wie muss ich vorgehen, um diese spezielle Art der Gleichung zu lösen? Gehen wir mal Schritt für Schritt durch. Also diese Gleichung hier. Da haben wir ein x² und wir haben naja, ein x ohne Quadrat und es kommt eine Zahl vor und dann kommt gleich 0. Das heißt, da ist so alles mit drin. Das ist eine richtige quadratische Gleichung. In der Standardform, weil hier ist kein Faktor vor dem x. Ich kann also gleich die PQ-Formel anwenden. Das ist also ein Fall für die PQ-Formel. So. Was haben wir noch? Hier, meine Variable heißt y. Sie kommt mit dem Quadrat vor und dann kommt minus y gleich 0, aber es fehlt ein Teil, wo nur eine Zahl ist, ohne Variable. In diesem Fall kann man faktorisieren. Das ist also der Fall fürs Faktorisieren. Genauso ist das bei der nächsten Gleichung. Hier haben wir, heißt die Variable c. Und die ist schon faktorisiert, also da werden wir auf jeden Fall mit Faktorisieren klarkommen. Gucken wir die nächste an. Hier heißt die Variable b. Sie kommt vor einmal als b². Dann gibt es minus 7b. Ups, das war so nicht gedacht. Und dann gibt es noch mal eine Zahl, also die 3, sodass hier wirklich wieder ein Quadrat, eine Variable ohne Quadrat und eine Zahl vorliegen. Voll kompliziert. Da nehmen wir die PQ-Formel. Im Gegensatz zur ersten Gleichung ist jetzt aber die Variable mit dem Quadrat nicht alleine. Das heißt, wir werden noch einen zusätzlichen Schritt gehen müssen, um die normalen Form herzustellen. So, was haben wir hier? Da heißt die Variable x. Sie kommt mit dem Quadrat vor und auf der anderen Seite steht eine Zahl, in diesem Fall die 9. Das heißt, ich werde einfach Wurzeln ziehen können. Das ist der einfachste Fall. Hier funktioniert Wurzel ziehen. Bei der nächsten Gleichung haben wir wieder eine Variable, diesmal heißt sie z mit Quadrat und ohne Quadrat. Also ist das der kompliziertere Fall, weil es kommt auch noch eine einfache Zahl vor. Hier ist die Form aber so speziell, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Man kann natürlich einfach die PQ-Formel benutzen. Das ist ja auch schon die Standardform. Man kann diese Gleichung tatsächlich aber auch geschickt faktorisieren. Trotzdem markere ich sie mal hier als PQ-Formel an mit zusätzlicher Möglichkeit des Faktorisierens. Und dann bleibt noch eine übrig. Hier ist es jetzt so, meine Variable heißt a. Und die Variable steht aber in Klammern, wie bei der Scheitelpunktsform, also a minus 7 in Klammern. Das heißt, es ist eine verschobene Parabel und das Quadrat, das steht tatsächlich außen an der Variable. Es ist also eigentlich wie in bei dieser Gleichung. x² gleich 9. Auch hier haben wir a minus 7 als Variable zum Quadrat gleich eine Zahl. Das ist also auch ein Fall für Wurzelziehen.
Wurzel ziehen ist der einfachste Fall. Damit fangen wir mal an. Ich beginne mit dieser Gleichung. X Quadrat gleich 9. Die Äquivalenzumformung, die wir haben, um Quadrate rückgängig zu machen, die heißt Wurzel ziehen. Das bedeutet, man überlegt rückwärts, welche Zahl würde mit sich selbst mal genommen 9 ergeben in diesem Fall. Und da die Wurzel also das Quadrat rückgängig macht, kann man sich vorstellen, dass wenn man die Wurzel aus einem Quadrat zieht, dass dann die Wurzel und das Quadrat sich aufheben und nur ein x übrig bleiben. Ich würde also hier Wurzel x Quadrat nehmen, ist gleich die Wurzel aus 9. Ja. Und da, wenn man das öfters macht, ne, dann macht man, lässt man diesen Zwischenschritt meistens weg und schreibt einfach x ist gleich die Wurzel aus 9. Ja, was ja 3 ist, weil 3 mal 3 9 ergibt. Jetzt gibt es aber noch eine zweite Möglichkeit. Minus 3 mal minus 3 ist auch 9. Es gibt also ein x, was die Bedingung x² gleich 9 erfüllt. Und es gibt noch ein zweites x, das das auch tut. Nämlich minus 3. Das sind also die beiden Lösungen der quadratischen Gleichung in diesem Fall. X1 gleich 3 und x2 gleich minus 3. Ihr wisst ja, es gibt den Fall, dass quadratische Gleichungen zwei Lösungen haben, genau eine Lösung oder gar keine Lösung. Hier haben wir zwei. Gut, schauen wir mal die zweite Gleichung an, in Klammern a minus 7 Quadrat gleich 25. Hier machen wir es genauso. Wir ziehen die Wurzel. Aus a minus 7 zum Quadrat wird a minus 7, weil Quadrat und Wurzel sich aufheben. Ergibt die Wurzel aus 25, also 5. Und wir haben noch die zweite Möglichkeit. A minus 7 ist gleich minus 5. Ja, weil die Gleichung sagt ja, welche Zahl mit sich selbst mal genommen ergibt 25 und das könnte auch minus 5 sein. So, jetzt muss ich aber noch eine Äquivalenzumformung machen, nämlich plus 7 auf beiden Seiten. Ich habe also hier a ist 5 plus 7, also 12 und, das ist meine erste Lösung, a1 und die zweite Lösung a2 ist, mache ich auch plus 7, also 7 minus 5 ist also 2. So, hier haben wir also die beiden Lösungen 12 und 2. Ja. In beiden Fällen sollte man tatsächlich nochmal die Probe machen, ob man sich auch nicht verrechnet hat. So, schauen wir die zweite Technik an. Faktorisieren. Wie geht das jetzt? Nun, die wichtige Idee an der Stelle ist, der sogenannte Produkt gleich 0 Trick. Also, wenn ich ein Produkt habe von zwei Zahlen, ich nenne sie mal a und b, und wenn dieses Produkt gleich 0 ist, dann weiß ich, dass entweder das a gleich 0 ist oder das b ist gleich 0 oder beide, weil eine Zahl mit einer anderen Zahl mal genommen gibt nur 0, wenn eine der beiden Zahlen mindestens 0 ist. So, das macht man sich jetzt zunutze. Schaut mal diese Gleichung an. Hier steht ja c minus 3 in Klammern mal c plus 4 ist gleich 0. Wir haben also ein Produkt und das Produkt ist genau dann 0, wann entweder der eine Faktor gleich 0 ist oder der andere Faktor gleich 0 ist oder beide. Also, wann ist c minus 3 gleich 0? Naja, wenn c gleich 3 ist. Und wann ist c plus 4 gleich 0? Naja, wenn c gleich minus 4 ist. Hier benutze ich jetzt mal die Schreibweise mit der Lösungsmenge. Die Lösungsmenge ist also minus 4
und 3. Das sind die beiden Zahlen, die ich für c einsetzen kann, damit die ganze Gleichung 0 ergibt. Weil im einen Fall ist der erste Faktor 0 bei c gleich 3 und im zweiten Fall ist der zweite Faktor 0. Der andere Faktor ist jeweils nicht 0, sondern ergibt irgendeine Zahl. Das macht aber nichts, weil 0 mal eine Zahl ergibt immer 0. Wenn man jetzt Gleichungen hat, bei denen die Variable, hier heißt sie y, zum Quadrat stehen und einmal nur mit einem Faktor versehen, aber keine extra Zahl ohne Variable vorkommt, dann kann man mit Hilfe von Ausklammern diesen Trick auch anwenden. Also, ich klammer mal y aus. Ja, ich sehe, dass das stimmt, indem ich rückwärts rechne. Also y mal y ergibt y Quadrat und y mal minus 6 ergibt minus 6y. Ja. Diese faktorisierte Form entspricht also unserer ursprünglichen Gleichung. Und ich habe einfach die Variable y ausgeklammert. So, jetzt habe ich aber wieder ein Produkt. Hier habe ich das mal. Einmal ein y und einmal y minus 6. Und ich überlege wieder, wann ist y gleich 0? Naja, wenn y gleich 0 ist, ne? Und wann ist y minus 6 ist gleich 0? Naja, wenn y gleich 6 ist. Ich habe also hier wieder sofort die beiden Lösungen abgelesen. Das ist 0 und 6. So, das ist wirklich ein wichtiger Trick, den man im Kopf behalten sollte. So, und wenn man damit jetzt schon erstmal nochmal gut nachdenken soll, möchte, dann sollte man vielleicht den nächsten Trick für den Moment überspringen und jetzt kurz vorspulen zur PQ-Formel. Weil man kann tatsächlich manchmal auch kompliziertere Gleichungen faktorisieren. Wer diese Gleichung mit Photomath gelöst hat, der wird diesen Trick schon mal gesehen haben. Also, wie funktioniert das? Ich habe hier jetzt also z², das ist meine Variable zum Quadrat, plus 6z plus 5 gleich 0. Und das kann ich jetzt ein bisschen geschickter schreiben. Ich habe z² und aus den 6z mache ich 5z plus 1z, das sind ja auch 6z, plus 5 gleich 0. So, und jetzt klammere ich mal ein z aus. Dann habe ich also z mal z plus 5, weiter kann ich ja nicht ausklammern, plus, und hier kommt dann wieder z plus 5 gleich 0. Das kann ich auch in Klammern schreiben, das macht ja nichts. Aber jetzt sehe ich, ich habe z plus 5 als Faktor jeweils in einer Summe. Und ich kann hier jetzt also schreiben, das ist z plus 1 mal z plus 5 gleich 0. Ich kann also manchmal, wenn ich eine geschickte Umformung mache, eine quadratische Gleichung auch faktorisieren, obwohl eine Zahl am Ende vorkommt. Das funktioniert aber tatsächlich nicht immer. So, hier kann ich jetzt wieder die beiden Lösungen ablesen, nämlich minus 1 und minus 5. Und ich kriege also die Lösungsmenge minus 1 und minus 5. Okay, das war der komplizierte Trick beim Faktorisieren. Schauen wir auf die PQ-Formel. Die PQ-Formel, die funktioniert immer dann, wenn man eine quadratische Gleichung in der normalen Form hat. Normalen Form heißt, vor dem x² oder vor der Variable zum Quadrat steht kein anderer Faktor als eine 1, ne? Das, mit dem man ja normalerweise nicht mit hinschreibt. Und der Faktor vor dem x, das ist dann, das nehmen wir als p und die Zahl nehmen wir als q. Und beides immer
mit dem entsprechenden Vorzeichen. Das P und das Q, das setzen wir dann einfach nur in die Lösungsformel ein und bekommen dann die beiden Lösungen x1 und x2. Und wer die PQ-Formel nicht so gerne mag, der kann natürlich jederzeit auch mit quadratischer Ergänzung arbeiten. Das ist vollkommen okay. So, probieren wir mal das Beispiel aus. Ich habe gesagt, p ist minus 10 und ich rechne jetzt mal den ersten Fall aus. Also minus p halbe minus minus 10 halbe plus Wurzel aus minus 10 halbe zum Quadrat minus q minus 24. So, was haben wir hier? Minus, minus 10 halbe, 10 halbe ist 5, minus mal minus gibt plus, also 5 plus, und jetzt die Wurzel aus, minus 10 halbe sind minus 5 zum Quadrat, minus 5 mal minus 5 ist 25, minus 24. So, und daraus die Wurzel. Man muss aufpassen, dass das q immer noch unter der Wurzel steht. So. Und 25 minus 24 ist 1 und die Wurzel aus 1 ist 1. Also 5 plus 1, und das sind 6. Die zweite Lösung, die ist jetzt immer schon ein bisschen leichter auszurechnen, weil es ändert sich nur dieses Vorzeichen. Wir haben also einmal 5 minus 1 und das sind 4. Also, Lösungsmenge. Haben wir hier 4 und 6. Ja. Gut. Das wird jetzt ein bisschen unübersichtlich. Ich nehme mir mal diese Gleichung hier ein bisschen rüber. Die möchte ich mir nämlich auch noch mal angucken. Mit der PQ-Formel. Nehme vielleicht mal dafür eine andere Farbe. Okay, was haben wir hier? Quadratische Gleichung. Variable heißt b. Sie kommt als Quadrat vor und ohne Quadrat und mit Zahl, also PQ-Formel. Aber noch nicht in der Standardform. Die 2 muss weg. Also teile ich die ganze Gleichung durch 2. Und ja, 2b² durch 2 ist b². Aber jetzt muss ich auch jeden anderen Term durch 2 teilen. Also 7 halbe b plus 3 halbe b. Gleich 0. Okay, jetzt PQ-Formel. Minus 7 halbe ist mein p. Und plus 3 halbe ist mein q. Das setze ich wieder ein. Also minus minus 7 halbe halbe plus die Wurzel aus, Klammer auf, minus 7 halbe halbe zum Quadrat minus 3 halbe. So. Achtung wieder, q unter die Wurzel, Klammern richtig setzen, Vorzeichen berücksichtigen und so kann man es tatsächlich schon in den Taschenrechner eintippen. Manchmal ist aber auch das gar nicht so schwer, so auszurechnen. Hier findet man jetzt, minus mal minus ist plus, 7 halbe halbe, das sind 7 Viertel, also 7 Viertel plus. Jetzt gucke ich mir mal den Wurzelterm an. Das ist ja das gleiche wie vorne, also 7 Viertel zum Quadrat. Das sind 49 Sechzehntel minus 3 halbe. Okay, und jetzt kann ich diese Differenz hier auch noch ausrechnen.
Das sind 7 Viertel plus die Wurzel aus 49 Sechzehntel. Minus 24 Sechzehntel habe ich erweitert mit 8. Und dann sehe ich, das sind tatsächlich 7 Viertel plus die Wurzel aus 25 Sechzehntel. Also 7 Viertel plus Wurzel aus 25 Sechzehntel. Und das sind 7 Viertel plus 5 Viertel. Also 12 Viertel oder 3. Und entsprechend kriege ich die zweite Lösung. Das sind 7 Viertel minus 5 Viertel, also 2 Viertel oder 2. Moment, 2 Viertel. Das ist natürlich Quatsch, ne? Also, das sind 7 Viertel minus 5 Viertel sind 2 Viertel. Das ist 1/2. Ja, genau. So. Ihr sagt mir natürlich immer Bescheid, ne, wenn ich hier Fehler mache in meinen Videos. In den Kommentaren. Finde ich gut. So. Gucken wir noch auf die allerletzte Gleichung. Die hatten wir ja schon durch Faktorisieren gelöst, aber man kriegt das auch mit der PQ-Formel hin. Wir checken jetzt nochmal, ob wir alles richtig gemacht haben. Also, P ist gleich 6, Q ist gleich 5. Wir haben P halbe, also minus P halbe. Plus p halbe zum Quadrat minus q. Minus 6 halbe sind minus 3. Plus 6 halbe sind 3 zum Quadrat ist 9. 9 minus 5 ist 4. Also minus 3 plus die Wurzel aus 4, was 2 ist, ist minus 1. Und x2 ist dann minus 3 minus die Wurzel aus 4, also minus 2, das sind minus 5. Lösungsmenge wäre dann minus 5 und minus 1. Ja, und das war ja die gleiche Gleichung, die wir eben auch mit Faktorisieren gelöst haben. Gucken wir mal, stimmt das denn? Ja, minus 1, minus 5, gleiche Lösungsmenge. Hat also geklappt. Gut. Ich fasse nochmal zusammen. Wenn meine quadratische Gleichung nur ein Quadrat hat oder nur eine Klammer zum Quadrat, dann kann ich die Wurzel gleichziehen. Wenn die Variable zum Quadrat steht und nochmal ohne Quadrat vorkommt, aber keine weitere Zahl außer einer 0 da ist, oder wenn die Gleichung schon faktorisiert ist, dann kann ich die Nullstellen einfach ablesen durch den Faktorisierungstrick. Manchmal kann man auch faktorisieren, wenn die Gleichung komplizierter ist. Aber ansonsten fährt man eigentlich ganz gut damit, wenn man eine quadratische Gleichung hat, die kompliziert ist, also wo es die Variable zum Quadrat gibt und die Variable ohne Quadrat, aber mit einem Faktor und noch irgendeine Zahl, dann macht man so lange Äquivalenzumformung, bis man die normalen Formen hat und dann liest man P und Q ab, setzt ein und benutzt die PQ-Formel, um die Lösung zu erhalten.